Jetzt auf OE24TV. Wahl 24. Der ganze Wahltag live. Vom ersten Wahllokal bis zum letzten Ergebnis. 17 Stunden live. Mit allen Stimmabgaben, dem ersten Exit-Poll, allen Ergebnissen und den besten Analysen. Wahl 24. Der Wahltag. 17 Stunden live. Nur auf OE24TV. Wahl 24. Die Analyse mit Gerald Goss und Sebastian Bonmena. Ja, schönen guten Abend zu unserer Late-Night-Edition dieser Wahl. Mit mir zu Gast im Studio ist OE24-Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel. Hallo, hallo Isabel. Wir werden gleich ein bisschen analysieren diesen Wahltag. Sebastian Bornmehner und Gerald Gross. Und wir werden uns auch gleich duellieren oder ihr werdet euch gleich duellieren. Aber davor schalten wir jetzt schnell in die Löwelstraße, wo Andreas Babler in diesen Minuten die Bühne betritt und jetzt seine Ansprache hält. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank für die letzten Monate. Genau, jeder von euch. Jeden Zentimeter, jeden Meter, den ihr gegangen seid, ist jetzt wahnsinnig großartig. Wirklich, vielen Dank an euch, an alle, die heute auch nicht da sind, für diese Sekunden, die wir miterleben durften. Ich sage euch ganz persönlich ein Danke für all die Nachrichten, für eure persönlichen Begegnungen, weil sie schon mal miteinander erlebt haben. Es war wunderschön, diese Wahlbewegung zu spüren. Und ich sage euch was, es war wirklich eine perfekte Wahlbewegung von euch. Wir haben wirklich Herzblut gezeigt. Wir waren leidenschaftlich. Wir haben wirklich alles gegeben und eine schöne, gute Wahlbewegung zusammengebracht. Und ich könnte unglaublich stolz sein auf euch, dass wir miteinander das geschafft haben, eine gute Wahlbewegung zu machen. Aber es war eine gute Wahlbewegung innen, von euch als Aktivistinnen. Es war eine gute Wahlbewegung, wirklich wieder zu zeigen, wie man mit stolzer Wahl kämpfen kann. Aber es lässt halt leider auch das Ergebnis so zu, dass wir es nicht geschafft haben, in die Breite zu kommen. Dass wir es nicht geschafft haben, in die Breite zu kommen und stärker zu werden, was unser Ziel war. Dann nutzt es sozusagen dann im Endergebnis dann ganz wenig, wenn dann der Balken nicht so hoch in die Höhe fährt. Und die hätte man mit euch gemeinsam hätte mehr erwartet einfach. Und ich mag nichts schönreden. Es ist eine Enttäuschung auch, das Ergebnis. Es ist eine Enttäuschung, dieser Rechtsruck in diesem Land, dass wir spüren, was da an Verschiebungen stattfinden. Kann ich nur versprechen, ich werde diesen Weg weiter mit euch gehen. Ja, werde diesen Weg. Danke euch. Kreuz euch bitte diesen Geist, auf den haben wir lange gewartet. Trotzdem, das Ergebnis ist nicht schön zu reden. Ich wäre nicht der Andi, wenn ich auch nicht jetzt anfangen würde, einen Politiker sprechen zu machen. Es ist enttäuschend. Es ist enttäuschend, aber wir werden aus dieser Stärke, die wir untereinander gespürt haben, lernen. Und wir werden schauen, dass wir es nächstes Mal raustragen und breiter machen. Das ist die Erfahrung, die wir machen. Auch in einer Stunde, wo wir nicht das Ergebnis haben, was wir uns erwartet haben. Und jetzt ist es natürlich eine schwierige Situation. Ich bin antreten mit euch, mit vielen, die uns jetzt zusehen über die Fernsehkanäle. Bin ich angetreten in einer sehr schwierigen Situation der SP, um Verantwortung zu übernehmen. Und zu dem Wort stehe ich jetzt auch, wenn ich sage, ich werde auch jetzt alles tun, Verantwortung in diesem Land zu übernehmen, alles zu tun, wirklich diese Demokratie zu schützen, auch zu verhandeln, damit wir es unmöglich machen, dass die Blauen in eine Regierung kommen. Es ist eine Prioritätensetzung, die wir haben. Es schulden wir unserem Land.
Das sind hohe Grundwerte, die gefestigt sind. Deswegen werden wir die Hand ausstrecken müssen zu allen anderen und zu sehen, was Verhandlungen möglich machen. Aber ich mag euch diesen Mut geben, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, auch wenn das Resultat nicht stimmt, jetzt dran zu bleiben, sie zu organisieren, nach vorne zu richten, aber zu wissen, hier steht einer, der so wie er für die Parteiverantwortung übernimmt, in diesen Zeiten und in diesen nicht leichten Zeiten eine Verantwortung für das Land zu übernehmen. Ich mag mich noch einmal bedanken, auch bei meinem hauptberuflichen Team, die genauso wie ich natürlich sie auch mehr erhofft haben. Ja, sie haben mehr erhofft haben, ob wir das schon schaffen, dass wir in die Breite kommen. Die genauso auch nicht zufrieden sind in diesem Ergebnis. Aber die wissen, wir haben schon einen Auftrag, auch weiterzuarbeiten. Unser Stichwort ist, diese Demokratie zu schützen, alles gegen Blau zu tun, dass die ja nicht unser Land zusammenschießen. Erste Priorität. Und zweite Priorität zu wissen, dass wir inhaltlich auch stehen, dass wir inhaltlich weiterkämpfen werden, dass wir verhandeln werden. Und vielen, vielen Dank. Ich wollte es nochmal sagen, meine zwei Bundesgeschäftsführer, die einen Mörderjob gemacht haben. Vielen Dank, Sandra. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank an alle, die mit mir und von mir hauptberuflich kommunizieren, die hauptberuflich mit mir kommunizieren müssen manchmal jetzt. Ernst. Aber vielen Dank an mein gesamtes Team der Kommunikation, auch das digitale Kommunikationsteam. Da haben wir wirklich gezeigt, was die SPÖ auch schnell schaffen kann. Vielen herzlichen Dank an alle, die in der Organisationsabteilung arbeiten, die mit mir auch geschaut haben, dass wir eine große Tour auf die Reihe bringen, dass wir wieder spürbar waren. Aber wie gesagt, das Ergebnis ist nicht das, was wir sich erwartet haben. Aber bleiben wir gefestigt. Schauen wir in die nächsten Jahre. So, gut, die Dankesrede werden wir jetzt unterbrechen, bevor da jetzt jeder, sage ich mal, Portier der SPÖ noch aufgezählt wird. Andreas Babler mit seinen Dankensworten, sein erster Auftritt vor den SPÖ-Funktionären nach diesem doch, muss man sagen, für die SPÖ sehr enttäuschenden Ergebnis. Wahrscheinlich sogar das historisch schlechteste, wobei es könnte sich vielleicht sogar noch drehen, dass es mehr oder weniger das Rendi-Wagner-Ergebnis wird. Bevor wir diskutieren, ganz kurz Isabel, weil wir gerade Andreas Babler gesehen haben. Was ist da deiner Meinung nach schiefgelaufen bei der SPÖ und vor allem, was passiert jetzt bei der SPÖ? Ist das jetzt für Andreas Babler ein Abschied auf Raten ab heute oder ist er so einzementiert, dass er vorerst nicht wegzubringen ist? Also ich glaube, die Frage, die man sich in der SPÖ stellen muss, ist, was ist eigentlich nicht schiefgelaufen in der SPÖ die letzten Monate? Eigentlich hätten sie eine gute Ausgangslage gehabt. Es gab viele Themen, die direkt der SPÖ in die Hände gespielt hätten. Soziale Themen, Teuerung, Gesundheitssystem. Also es wäre genügend da gewesen, das konnten sie nicht nutzen. Jetzt ist das natürlich nicht nur die Schuld von Andreas Babler. Das müssen wir jetzt trennen. Du hast immer noch eine zutiefst zerstrittene Partei. Wir haben es die letzten Monate gesehen. Sie haben nach wie vor sich wechselseitig irgendwelche Hackeln ins Kreuz geworfen. Und das ist natürlich in einem Superwahljahr pures Gift. Aber man muss auch klar sagen, auch Andreas Babler, und wir haben ihn ja zuletzt auch erlebt, wo er geglaubt hat, die Umfragen sind eine große Verschwörungstheorie gegen ihn. Und er liegt in Wirklichkeit auf Platz 1. Dementsprechend enttäuscht ist er jetzt natürlich auch, hat einen sehr, sehr schwachen Wahlkampf gemacht. Der Sprung vom Dreiskirchener Bürgermeister zum Spitzenkandidaten im Bund ist ein sehr großer, das ist schwer und ich glaube, ob es ein Abschied auf Raten wird, persönlich glaube ich ja und man muss natürlich dazu sagen, es gibt mächtige Teile der SPÖ, die sagen, wir müssen jetzt in eine Regierung. Wir haben jetzt die Verpflichtung als Sozialdemokratie, Blau-Schwarz zu verhindern. Und wenn er das sabotiert, wenn da irgendwie so ein Modell Niederösterreich rauskommt, wo sie ein bisschen zu sehr pokern oder was auch immer das damals war, dann glaube ich, kann sehr, sehr rasch gehen. Aber es ist natürlich immer die große Frage, wer steht auf und wer will übernehmen. Sprechen wir nachher gleich noch weiter darüber. Sebastian, bist du enttäuscht von diesem Ergebnis der SPÖ? Es ist ein deutlicher Platz 3, es ist
vielleicht sogar das historisch schlechteste Ergebnis, je nachdem wie die Wahlkarten jetzt noch ausgehen. Aber es ist auf jeden Fall weit weg von dem, was Andreas Babler sich vorgenommen hat, nämlich Erster zu werden bei dieser Wahl. Also natürlich ist man enttäuscht, obgleich man dazu sagen muss, er hat ein Mandat dazu gewonnen. Also bleiben wir bitte, lassen wir die Kirche im Dorf. Ja, aber nur weil die kleinen Parteien nicht reinkommen. Ja, aber es ist trotzdem ein Plus. Also ich meine, historisch schlechtes Ergebnis glaube ich zwar nicht, wir werden es dann noch sehen, weil in Wien ist die SPÖ, aber auch in Innsbruck Stadt, auch in Graz Stadt, auch in Salzburg Stadt, überall auf Nummer 1. Das heißt, die Städte, da realisieren sie sehr stark. Es gibt manche Gebiete, wo die SPÖ deutlich zulegen konnte, aber natürlich ist das dramatisch für unser Land, wenn eine FPÖ die Macht in dem Ausmaß erreichen kann, wie sie es gemacht hat. Und ich glaube auch, dass man sich die Frage stellen muss, was da schiefgelaufen ist. Da bin ich voll bei Isabel Daniel. Ich glaube, das muss die SPÖ jetzt führen. Ich glaube nur, dass man die Fragen richtig stellen muss, nämlich nicht nur bei den Landesobleuten, sondern Andreas Babler hat jetzt gerade in seiner Lobesrede an alle um sich herum ausgeholt. Ich sehe genau dort das Problem. Also ich glaube, genau der engste Kreis, dieser Zirkel, diese SJ-Mentalität von Andi Babler, diese Beratungsresistenz, dieses nicht mit Journalisten sprechen, dieses nicht auf Berater hören, dieses in sich gekehrt sein und bis zuletzt glauben, dass man alles richtig macht. So funktioniert es nicht. Und so gerne ich Andreas Babler habe, aber so sicher nicht. Weil er wieder keine Unterstützung mehr bekommen, weder von innen noch von außen. Und das wäre schade. Denn ich bin der Meinung, und da gebe ich ihm absolut recht in seiner Rede, das oberste Ziel der Sozialdemokratie muss jetzt sein, die FPÖ, die ja keine FPÖ des Norbert Hofer oder des Herrn Steger ist, sondern die eine FPÖ ist, die unterwandert ist von Rechtsextremen und Neonazis, die ganz orge Verbindungen zur AfD und zu anderen hochproblematischen Gruppierungen pflegt, die darf man auf keinen Fall an die Schalthebel der Macht lassen. Wir haben gesehen, was Kickl und seine Truppe in den letzten 2 Jahren gemacht haben, als sie an der Macht waren. Wir wissen, dass sie jetzt in umgekehrten Vorzeichen, wenn sie den Kanzler vielleicht sogar stellen, weil ich glaube nicht, dass das Nein der ÖVP zur FPÖ tatsächlich den heutigen Wahlabend überleben wird, wenn die FPÖ jetzt tatsächlich stimmenstärkste Partei ist, und das zeichnet sich ja ab, und in manchen Bundesländern... Na gut, ich glaube, das ist fix. Genau, das ist fix. Und es ist ja in manchen Bundesländern, schauen wir nach Kärnten, +20%, also. Schauen wir in die Steiermark. Also das heißt, die haben so einen starken Rückhalt, deswegen glaube ich nicht, dass die ÖVP das verhindern kann. Und wenn die FPÖ mit dieser Gemengelage an die Macht kommt, dann wird der Umbau in Richtung die illiberale Demokratie, die wir in Ungarn gesehen haben, sehr schnell gehen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen die FPÖ in der Regierung unbedingt verhindern. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich eine staatspolitische Verantwortung, die Andreas Babler auch trägt. Und ich hoffe, er nimmt sie wahr und macht nicht den Christian Kern und haut ab. Ich glaube, dass das, was die Seherinnen und Seher gerade gesehen haben, im Übrigen die perfekte Wahlempfehlung für weitere freiheitliche Erfolge ist, vor allem in der Steiermark. Danke, namens Mario Kunasek. Das ist perfekt. Die Sozialdemokratie hat heute das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren, leidet unter kollektiver politischer BSE-Realitätsverlust. Auch er glaubt nur immer, dass die Freiheitlichen möglicherweise auf Platz 3 landen und der Andi Babler auf Platz 1. Wir sehen da gerade diesen Krankheitszustand. Da treffen sich in der Löbelstraße oder wo auch immer die Leute und applaudieren. Nein, das muss man ja sich noch einmal, das muss man noch einmal anschauen. Die brüllen und schreien und wie beim Taylor Swift-Konzert, als wären sie die großen Sieger, haben gerade abgeklärt. Bei der ÖVP sehe ich das ähnliche Projekt. Der eine Teil zieht sich fast trotzig zurück, wie ein trotziges Kind. Nein, der Nationalratspräsident, nein, in die Regierung wollen wir nicht. Nein, mit dem Kickl geht's nicht. Und ich glaube, unser ganzes politisches Personal ist wirklich schwer erkrankt. Und auch die politischen Kommentatoren, sie sehen die Realität nicht mehr. Gänzlicher Realitätsverlust. Und auf die Antwort, auf die drängenden Fragen, 10% Inflation, 80 Monate Wartezeit auf Operationen, Arbeitslosigkeit so hoch wie nie, sagt er, man muss die FPÖ verhindern. Ist ja bitte perfekt. Noch einmal, ich gebe nur einmal die nächsten 10 Minuten meiner Sendezeit noch einmal den Born Man ab, gerne. Weil er legt es ja wirklich darauf an, mit dieser mangelnden Sensibilität für die Wünsche der Österreicherinnen und Österreicher, die FPÖ auf 40% hinaufzutreiben. Ja, ja. Da sitzen heute am Abend Wählerinnen und Wähler in dieser Republik. Das kann einem gefallen oder nicht. Isabel Daniel gefällt es nicht, die ist heute ganz schwarz gekleidet wie die schwarze Witwe. Ist überhaupt so eine Trauerveranstaltung, da kommen wir vor wie in einem Bestattungsinstitut. Apropos, ich habe Ihnen ein bisschen Klopapier mitgebracht, das ist für Gesicht, eh gut, Sie können sich die Tränen auserwischen. So, und dann doppellagig im Übrigen, das passt für Sie. Und dann, und keiner denkt dran, dass heute
Millionen von Menschen gesagt haben, jawohl, wir wollen eine Wende. Wir wollen weg von der Sanktionspolitik, wir wollen weg von der Corona-Politik, wir wollen weg vom Einzelfall, wir wollen weg vom Terror. Wir wollen ein neues, vernünftiges Österreich, auf das man bauen kann. Ihr seid so mal warm gelaufen, das ist gut, wir machen eine ganz kurze okay. Werbepause. Kann man machen, muss man nicht. Und dann sprechen wir aus, über die FPÖ, über Herbert Kickl. Ich will ja die Trauerfeier nicht stören. Ich meine, Wahl 24. Die Analyse mit Gerald Groß und Sebastian Bornmehner. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück zu unserer Late-Night-Analyse dieser Wahl mit Isabel Daniel, mit Gerald Groß und mit Sebastian Bornmehner. Und jetzt sprechen wir über den Wahlsieger, über die FPÖ. FPÖ auf Platz 1. Schauen wir uns vielleicht noch einmal ganz kurz das aktuelle Wahlergebnis an. Folgendermaßen schaut das aus. Die FPÖ kommt auf 28,8% der Stimmen bei einem Auszählungsgrad mittlerweile von 98,3%. Wir haben jetzt noch eine Schwankungsbreite von 0,4. Die ÖVP liegt bei 26,3. Die SPÖ bei 21,1. Das wäre nach wie vor, wenn es so bleibt, das historisch schlechteste Ergebnis. Die Neos immerhin vor den Grünen mit 9,2 sind neben der FPÖ die zweite Partei, die zulegen kann, wenn auch etwas weniger oder deutlich weniger mit einem Prozentpunkt. Und die Grünen, deutliches Minus, kommen auf 8,3%. Alle anderen Parteien schaffen es nicht ins Parlament. Isabel, die FPÖ ist Erster, ist ein historischer Sieg, muss man sagen, sowohl was das Ergebnis betrifft, man ist über dem Ergebnis 99 von Jörg Haider, als auch Platz 1 gab es bei einer Nationalratswahl noch nie. Aber es könnte, wir haben vorher schon darüber gesprochen, ein Pyrrhus-Sieg sein, denn Herbert Kickl braucht jetzt einmal einen Koalitionspartner und es ist mehr als nur fraglich, ob er jemanden findet. Wie schätzt du das ein? Also zunächst, ja, es ist ein historischer Wahlsieg und er hatte sich abgezeichnet. Und sehr, sehr viele Menschen haben es, glaube ich, nicht geglaubt. Wir haben uns ja auch schon mehrfach in Sendungen hier darüber unterhalten. Es war ein bisschen, wenn der Wolf vor der Tür steht und man ruft zum tausendsten Mal, der Wolf, glaubt es niemand. Also da wachen gerade heute, glaube ich, einige auf und denken sich, ups, was ist denn da passiert? Und das gilt auch für die Politik selber. Also ich glaube, die SPÖ hat es nicht erwartet. Da teile ich ausnahmsweise sogar in Teilen das, was der Gerald Groß gesagt hat. Es wirkt ein bisschen nach einem Realitätsverlust. Die ÖVP hat es teilweise nicht erwartet und hat wirklich geglaubt, dass sie noch dieses Fotofinish schaffen, liegen besser als die Umfragen es vor Monaten gesehen haben. Und sie alle miteinander, weil bei Grünen und Neos ist das jetzt nicht neu, dass die auch immer gesagt haben, auf keinen Fall die Freiheit in einer Regierung sagen jetzt, weil sie natürlich auch hinter den Kulissen internationale Reaktionen mitkriegen, vielleicht können wir nachher auch kurz die Komponente einbringen, sagen nicht, die FPÖ darf nicht den Kanzler stellen in dieser Republik. Das ist jetzt natürlich eine extreme Gratwanderung, weil wenn man es so plump macht und wenn alle jetzt schon den Eindruck vermitteln, wir einigen uns da jetzt on the side, also im Hintergrund gegen die FPÖ, könnte man denen natürlich in die Hände spielen. Aber der Bundespräsident hat heute, also Alexander Van der Bellen, was Richtiges gesagt. In Österreich ist es nun einmal so, wir haben nicht das Wahlsystem mit der Winner takes it all, wie du es zum Beispiel in Großbritannien hast, sondern du brauchst hier eine Koalition, die 50 plus hat. Also soll man jetzt einmal Herbert Kickl machen lassen und Herbert Kickl könnte dann zeigen, ob er einen Koalitionspartner findet. Ich persönlich glaube nicht, dass er einen finden wird. Das war ja spannend, weil der Bundespräsident meiner Meinung nach doch durch die Blume eigentlich angedeutet hat, er wird Herbert Kickl einmal den Auftrag geben, zu sondieren zumindest und einen Partner zu finden. Ob er das dann finden wird, ist dann die andere Frage. Aber was kann Herbert Kickl jetzt überhaupt machen? Weil Karl Nehammer hat relativ deutlich gemacht, er will nicht mit Herbert Kickl zusammenarbeiten. Die SPÖ schließt es sowieso aus. Ist die FPÖ da jetzt, muss man sagen, ein bisschen allein auf verlorenen Posten? Glaube ich nicht. Schau, Micky, alle diese Thesen sind aus meiner Sicht heute zu früh.
Dann könntest du wie heute um 11.09 Uhr Uschi Heimerl hier einladen, die Hellseherin, die noch den fulminanten Sieg von Karl Nehammer vorhergesagt hat. Das ist ungefähr, hat ungefähr die ähnliche Qualität, wenn wir jetzt über Koalitionsvarianten spekulieren. Warum? Jetzt passiert Folgendes. Also ich würde es mir wünschen, dass in den Parteien, die heute verloren haben, und das sind alle bis auf die Neos, und natürlich die Freiheitliche Partei, eine Art Selbstreflexion beginnt, die sagt, welche Personen waren falsch und welche Inhalte waren falsch und welche Bilanz war falsch. Dann schläft man mal zwei, dreimal drüber und überlegt sich, ist das alles so gut gewesen, was wir gemacht haben. Und dann sollte es einen Selbstreinigungsprozess sowohl bei der Sozialdemokratie geben, als auch bei der Österreichischen Volkspartei, was Personelles betrifft und was Inhalt betrifft. Und dann sollte man die in Demut ausgesprochene offene Hand, die heute Kickl ausgestreckt hat, auch annehmen. Warum? Weil die Bürgerinnen und Bürger haben am heutigen Tag, nachdem sie bis um 17 Uhr gesprochen haben, null Verständnis dafür, dass alle sich wie ein kleines trotziges Kind zurückziehen und sagen, nein, mit dem nicht. Der Wähler hat heute einen Auftrag erteilt. Das ist das Hochamt der Demokratie. Und in dieser Republik haben wir die letzten 75 Jahre immer jene Usance gehabt. Erstens, dass der Wahlsieger auch den Regierungsbildungsauftrag bekommt. Wir haben einmal davon abgesehen, dass der Stärkste auch den Kanzler gestellt hat. Wir haben aber auch in dieser Republik bereits Minderheitenregierungen gehabt unter Bruno Kreisky. Auch das wäre im Übrigen nichts Neues mit freien Mehrheiten im Parlament. Mit 28%. Ja, aber schau mal, die Realität ändert sich ja täglich. Ich würde jetzt einmal an die ÖVP, die ist jetzt zweitstärkster, sie hat den historisch das desaströseste Wahlergebnis, braucht man nicht diskutieren. Ich frage mich, warum der Herr Nehammer noch im Amt ist. Und der Herr Stocker. Und Sie sollten, sich jetzt hinsetzen und sagen, so, wie kann man ein vernünftiges Programm für die Österreicherinnen und Österreicher entwickeln? Genau. Und das wäre jetzt das Gebot der Stunde. So, Sebastian. Meiner Meinung nach ist das Gebot der Stunde, dass die FPÖ in sich geht. Mit diesem Auftrag. Und ich finde auch, dass es ein starkes Votum ist. Das muss man respektieren. Ich habe es auch nicht gedacht, ganz ehrlich. Bin auch überrascht über die Ausgeprägtheit dieses Votums. Aber ich nehme es zur Kenntnis, das ist Demokratie, es macht mir auch keine Angst. Ich glaube, wir werden als wehrhafte Demokratie eine entsprechende Antwort darauf geben und wir werden, wann immer der Faschismus an unsere Tür klopft, auch entsprechend antworten, weil da haben wir auch eine ordentliche, jetzt halten Sie ein bisschen den Mund, ja, jetzt habe ich Ihnen zugehört, jetzt hören Sie mir auch zu, ja. Also wir werden dem Faschismus, wenn er an unsere Tür klopft, so wie wir das in Österreich immer gemacht haben, auch entsprechend antworten, ja. Und wenn die Leute jetzt aus den Löchern kriechen, die Springerstiefel Heinzis, ja, und sich stark fühlen, weil der Herbert Kickl 29% bekommt, oder 28,8, dann möchte ich an der Stelle ausrichten, wir werden ihnen entgegentreten. Die brauchen nicht glauben, dass sie jetzt die Straße für sich erobern können. Das zum einen. Zum anderen möchte ich eines vollkommen klar sagen. 72% der österreichischen Bevölkerung haben Herbert Kickl eben nicht gewählt. Wir leben immer noch in einer repräsentativen Demokratie. Das bedeutet, Herbert Kickl hat die Verantwortung und die Herausforderung, Partner zu finden. Es gibt keine einzige Partei oder Person in diesem Land, die es geschafft hat, 72% aller anderen gegen sich zu haben. Es ist nur Herbert Kickl, und zwar aufgrund seiner Radikalität, aufgrund seiner mangelnden Abgrenzung zu den rechtsextremen Sphären in seiner eigenen Partei, warum alle, aber alle anderen Parteien sagen, mit dem Typen nicht. Und deswegen ist mein Appell als Staatsbürger, der dieses demokratische Ergebnis zur Kenntnis nimmt, ich nehme das wirklich zur Kenntnis. Ich bin auch nicht jemand, der sagt, die FPÖ darf grundsätzlich nicht regieren. Wir sind letzte Woche gesessen, ich habe gesagt, so, SPÖ, FPÖ, setzen wir uns zusammen und reden wir drüber, aber nicht mit Herbert Kickl und seinen Truppen, nicht mit seinen Kameraden. Und deswegen glaube ich, die FPÖ ist gefordert, sich jetzt hinzusetzen und sagen, okay, 29% der Bevölkerung wollen, dass wir eine Rolle spielen in diesem Land. Nur 2% unserer eigenen Wähler, das ist einer der schlechtesten Werte übrigens von allen Parteien, haben gesagt, sie haben die FPÖ wegen Herbert Kickl gewählt. Nur 2%. Lassen Sie mich ausreden. Ja, und deswegen glaube ich, dass die FPÖ, jetzt in sich gehen muss und sich die Frage stellen möchte, wollen Sie regieren oder wollen Sie um jeden Preis an diesem radikalen Ich gebe Ihnen eine Antwort. Schauen Sie. Sie wollen den antifaschistischen Kampf führen, ist in Ordnung. Gehen Sie in Ihr Stiftungsbude nach Alt-Lengbach oder wie das dort oben heißt, dann rennen Sie im Kreis mit der Blechtrommel und führen Sie Ihren antifaschistischen Kampf. Sie gehören zu jener Minderheit in Österreich, die den Knall heute nicht gehört haben. Den Knall, der sich die letzten 5 Jahre durch viele wirtschaftspolitische, sicherheitspolitische, gesellschaftspolitische Probleme aufgebaut
Herr Dr. Barmener, mit glühender Stimme, also damals, wie Sie noch mit Lena Schilling gut waren, sind Sie vor 4,5 Jahren da gesessen am Nationalratswahlabend. Gar nichts mehr und haben gesagt, Flasche ist komplett die Grünen leer. Haben 13%, daher müssen die in die Regierung. Haben aber damals vergessen zu sagen, dass 87% der Österreicherinnen und Österreicher ihren Schnapsbruder Werner Kogler nicht gewählt haben. Und trotzdem war der er war ja nicht Vizekanzler, er war Vizekanzler. Jetzt kann man davon Sie schon sprechen. So, nein, jetzt sage ich Ihnen Folgendes. So wie ich das akzeptiert habe als guter Demokrat, dass die Hundstruppen mit, obwohl 87% nicht gehört haben, Sie nicht in der gesagt, Regierung Bellen, sind. Nicht mein Präsident. Herr Dr. Bornmänner, halten Sie sich zurück. So, habe ich das akzeptiert, während Sie akzeptieren müssen, dass eine Partei, die knapp 30% hat und ein Drittel der Wählerinnen und Wähler in Österreich hat, erstens den ersten Nationalratspräsidenten stellt, so wie sich das gehört. Die Grünen widersprechen heute schon. Die wollen selbst den ersten Nationalratspräsidenten kommt nehmen. Obwohl, nein, die sagen, sie finden bei der FPÖ keine integre Person. Außerdem, es machen nicht die Grünen die Personalpolitik bei der Freiheitlichen Partei, weil die Freiheitliche Partei hat 30% und die Grünen haben dank ihrer Personalpolitik und der Lena Schilling und der Frau Gehwesler, Fairwesler etc. heute ein Ergebnis von 8%. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass das auch ein Erfolgsstempel ist, der bei der Freiheitlichen Partei draufpickt, weil die Bürgerinnen und Bürger wollen diese Kandidaten, die wollen den Herbert Kickl, die wollten die Freiheitliche Partei. So. Und jede Partei wird sich das selber aussuchen. Was ich appelliere ist, dass man in dieser Stunde eines Hochamtes der Wählerschaft in Österreich, der Demokratie, vielleicht weniger auf destruktive Stiftungskräfte und Geistergespenster aus dem Waldviertel wie Sie hört, sondern eher darauf hört, was ist vernünftig das, das Schöne das ist, ihr könnt immer streiten und dazwischen tun wir dann immer ein bisschen sachlich analysieren. Mit das finde ich aber wirklich Isabel. Schön. Und danach streiten Sie gleich. Drei Journalisten und ein Todesfall. Ich meine, ihr schaut sie, habt ihr beide tragt sie schon drei Sekunden bei den Kniescheiben, so wie ich das anschaue. Es tut mir für euch leid. Es tut mir wirklich leid. Zu Herbert Kickl, weil der Sebastian Bornmänner das gebracht das Argument und du bist ja du auch darauf eingestiegen. Du solltest deine Augen kontrollieren. Frage ist ja, gibt es irgendeine Möglichkeit, deiner Meinung nach, wie die FPÖ mit der ÖVP in eine Koalition kommen kann? Und wenn ja, was wäre das? Naja, grundsätzlich gibt es immer irgendeine Möglichkeit. Also es gibt verschiedene Varianten. Also wenn zum Beispiel ÖVP und SPÖ miteinander verhandeln, das ist das, was ich vorher gemeint habe, und sagen wir, Andreas Babler führt das Verhandlungsteam an und sagt entweder, ich kriege die Millionärsteuern, ich kriege keine Ahnung, macht den Sven Hergovich, damals SPÖ Niederösterreich, und geht davon nicht runter, naja, dann wird das der Nehammer nicht durchkriegen. Und da gibt es schon in der ÖVP natürlich Leute, die wären wahrscheinlich sogar bereit, den Vizekanzler oder die Vizekanzlerin unter Herbert Kickl zu spielen. Also die Variante gibt es natürlich schon. Es ist kein Zufall, dass die freiheitlichen Freunde von Gerald Groß bereits heute am Abend sofort gesagt haben, Karl Nehammer muss gehen, weil sie verstanden haben, dass der Nehammer wirklich diese, in dem Fall in der ÖVP, tatsächlich die Brandmauer gegen die ÖVP ist und die in der FPÖ, gegen die FPÖ ist und quasi wirklich versucht, das zu verhindern. Aber natürlich, die kennen auch andere in der ÖVP, die dazu bereit wären. Also das ist das, worauf die, die Freiheitlichen hoffen. Ich halte das Ganze für eine Gratwanderung. Und man muss natürlich schon sagen, so sehr ich verstehe den Anspruch, dass, dass SPÖ und ÖVP in sich gehen sollten. Das ist ja auch richtig. Ja? Also die eine Partei hat sehr viel verloren, die andere Partei hat von einem historischen Tiefstand, den sie 2019 hatte, nichts dazu gewinnen zumindest können. Das ist ein Desaster, das ist einfach objektiv. Aber die Freiheitliche Partei sollte vielleicht auch ausnahmsweise mal in sich gehen und sich überlegen, warum alle anderen Parteien, lass mich jetzt bitte kurz aussprechen, warum alle anderen Parteien sagen, mit dieser FPÖ geht es nicht. Schau. Ich glaube nur, dass das nicht das Problem der Freiheitlichen Partei ist, denn in Österreich, in der Demokratie Österreich bestimmt eben, wie gesagt, heute der Bürger und nicht die Parteien. So. Und der Bürger hat heute relativ eindeutig, und der Souverän ist der Wähler, der Bürger und nicht die Partei. Wir sind da alles so sehr verhaftet in einem Parteienstaat, in den Egoismen der Parteienfunktionäre, in der persönlichen Emotion des Herrn Nehammer und des Herrn Stocker. Das interessiert mich alles nichts. Der Steuerzahler, der 50% jedes Monat abbeckt für die Hampelmänner, die dort sitzen, die interessiert, wie geht es meiner persönlichen Zukunft, wie geht es mir besser. Die sind der Meinung, dass ein Großteil der freiheitlichen Programmatik und Inhalte... Propaganda. Nein, Programmatik.
ihrer Vorstellung entspricht. So. Und daher haben Sie die Freiheitliche Partei gewählt. Jetzt sehen wir, dass bei der Österreichischen Volkspartei ein Großteil der ÖVP-Programmatik mit der Freiheitlichen Partei kompatibel wäre. Jetzt erkennen wir, dass es offenbar nur die persönliche, und das bestätigst du ja gerade selber, die persönliche Animosität des Herrn Nehammer ist, der aus irgendeiner Berufung heraus die Brandmauer stellt. Und in Wahrheit, jetzt sage ich dir eines, jetzt lass mich ausreden, gute Frau. Und in Wahrheit damit die Österreichische Volkspartei A aus dem Rennen nimmt, B einzementiert und C in Wahrheit, wir werden in eineinhalb Monaten in der Steiermark. Was glaubst du, was die steirischen Wölder jetzt sagen, wenn die Freiheitlichen sind heute in der Steiermark bei 34% gelandet, nicht 29 oder 28, ja. 34. Was die jetzt sagen, das nächste eineinhalb Monate, wenn ausgerechnet der Herr Drechsler in der kleinen Zeitung Nachtausgabe jetzt schon sagt, nein, er will eine Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ. Dann werden sie sagen, okay, dann fahren wir die Schmerzgrenze noch ein bisschen hoch, wenn der Herr Drechsler nur mehr 20%. Der Herr Kunersek wird einen ordentlichen Wahlsieg in der Steiermark einfahren. Ich glaube, davon ist auszugehen. Natürlich. Aber fürchtest du dich vor Blau-Schwarz? Glaubst du, es gibt da Wahrscheinlichkeit, dass das kommt? Vielleicht eben, wie die Isabel schon angedeutet hat. Da gibt es ja ein paar, die sich schon in Stellung bringen bei der ÖVP. Oder sagst du, das ist völlig unrealistisch? Ja? Also schau, dass die ÖVP eine formvollendete Meisterschaft im Umfallen irgendwie praktiziert in den letzten Jahren, das wissen wir. Ob dieses Umfallen so weit geht, dass es bis zur Selbstaufgabe kommt, und das wäre in dem Fall tatsächlich der Fall, wenn sie jetzt doch mit der FPÖ eine Koalition eingehen würden, das glaube ich nicht. Man muss eines ganz klar sagen, bei dieser Wahl hat sowohl Karl Nehammer als auch Andreas Babler als auch Kogler, also alle haben gesagt, mit dieser FPÖ nicht. Das heißt, es ist ein Versprechen, mit dem sie sich zur Wahl gestellt haben. Und fast drei Viertel der Wahlberechtigten in Österreich haben gesagt, okay, ihr alle versprecht uns, dass dieser Mann niemals an die Macht kommt. Und deswegen wählen wir euch. Also 72% der Menschen in Österreich haben gesagt, wir wollen Herbert Kickl nicht an der Macht haben, Herr Gross. Das muss man auch einmal akzeptieren. Und eines möchte ich auch sagen, weil immer diese Drohung kommt von wegen, wenn man die Blauen jetzt nicht an die Macht lässt, dann werden sie noch stärker und noch stärker. Ich sage Ihnen was, die Blauen an die Macht zu lassen in Oberösterreich, in Niederösterreich, in Salzburg, hat ihren Aufstieg um keinen Millimeter gebremst. Ganz im Gegenteil. Das ist ja genau das Problem, das wir haben. Die fahren durch die Decke, so oder so. Meiner Meinung nach muss die ÖVP jetzt eines machen. Sie muss sich fragen, will sie weiterhin Steigbügelhalter einer weiteren rechtsextremen Radikalisierung unseres Landes haben? Wie viel Radikalisierung braucht man noch auf unseren Straßen? Inzwischen marschieren die Springerstiefel tatsächlich wieder physisch wie in den 90er Jahren in Wien herum. Sie heute gesoffen. Und deswegen, Sie können sich lustig machen, aber es ist nicht lustig, Herr Kost. Es ist nicht lustig. Die einzigen, die gerade marschieren, ist die Antifa, die eine normale Wahlfeier einer demokratischen Partei gerade stört und Gewalt ausübt. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ist ja so. Also, meiner Meinung nach muss die ÖVP jetzt in sich gehen und sie muss sich eine Frage stellen. Möchte ich um jeden Preis mein neoliberales Wirtschaftsprogramm mit der FPÖ durchdrucken, dann muss ich Karl Nehammer beseitigen und alle seine Leute aus dem christlich-sozialen Lager, die gesagt haben, nicht mit dieser FPÖ. Dann werden wir eine FPÖ-ÖVP-Regierung erleben, die wahrscheinlich ein Jahr halten wird, weil dann sprengt sich die Chaostruppe von der FPÖ eh wieder in die Luft. Das werden wir auch durchhalten. Das macht mir auch keine Angst. Oder passiert das, was ich hoffe, dass in der ÖVP es noch ein paar Leute mit Anstand gibt, und die scheint es ja doch zu geben, ich kenne auch ein paar persönlich von denen, die sagen, wir müssen mit dem Babler und mit den Neos eine Koalition schmieden, die davon geprägt ist, dass wir diesen Machtaufstieg der Rechtsextremen in Österreich jetzt unterbinden. Ich Ihnen ein Geheimnis. Und da möchte ich eines dazu sagen. Ja. Nur gegen Kickl ist zu wenig, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ein Geheimnis. In der Österreichischen Volkspartei lautet die Mehrheit niemals mit Babler. Was sagen Sie denn jetzt? Der Herr Nehammer hat eine Brandmauer gegen den Herrn Babler aufgebaut. Na, das müssen Sie akzeptieren. Wie beim Kickl, Herr Dr. Bamberg. Sie, der große Sonntagsdemokrat. Also Ihr Haberer, von dem Sie gut gelebt haben, der ist weg. Der ist heute schon weg. Genosse Babler ist schon Geschichte. Sie können sich jetzt aussuchen, ob Sie mit Genosse Hanke, Finanzstadtrat in Wien, in Zukunft gut leben, weil der wird für die SPÖ einrücken. Oder Sie können danach hoffen, dass der Werner Kogler wieder in die Regierung kommt, weil die Grünen sind eh ihre ganzen Busen frei. Da sind Sie auch noch nicht so der Demokrat. Wollen Sie doch die Neos? Schau, Sie sind ein Sonntagsdemokrat und ein Opportunist, und das kommt heute wieder zum Besten. Wir machen noch einmal eine kurze Werbepause und dann sprechen wir über die ÖVP und auch die Frage, wie man so ein schlechter Verlierer sein kann. Wie fest sitzt Karl Nehammer eigentlich im Sattel? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Geht's weiter.
Wahl 24. Die Analyse mit Gerald Groß und Sebastian Bornmehner. Ja, wir kommen zurück zum dritten Teil unserer heutigen Late-Night-Wahlsendung mit Sebastian Bornmehner, Gerald Groß und Isabel Daniel. Und in dieser letzten Runde sprechen wir über die ÖVP und über Karl Nehammer. Die ÖVP hat 11% verloren, das muss man schon dazu sagen. Mhm. Das ist der historisch größte Absturz, den sie je hatte. Allerdings sind die 26%, 26,3 sind es sogar derzeit laut Hochrechnung, besser, als sie zumindest in den letzten Wochen in den Umfragen gelegen ist. Wie ist der Karl Nehammer jetzt deiner Meinung nach in der Partei positioniert? Hat er sich mit diesem Ergebnis jetzt eher einzementiert vorerst oder kommen da jetzt schon die Ersten aus ihren Löchern und eröffnen das Feuer? Caroline Edtstadler aus Salzburg beginnt anscheinend schon, sich ins Spiel zu bringen. Das wäre nicht das erste Mal, richtig. Also auch da muss man jetzt unterscheiden, von welcher ÖVP wir reden. Also wenn wir von der großen und ganzen ÖVP, die eher schwarz mittlerweile wieder ist, reden, dann hat der Karl Nehammer eigentlich gute Karten, weil sie sagen, wenn man sich das gesamte letzte Jahr angeschaut hat, wenn man sich alle Umfragen im gesamten letzten Jahr angeschaut hatte, lag die ÖVP in diesen Umfragen teilweise sogar schon bei 19%, aber zumindest irgendwo bei 22-23%. Das heißt, sie sagen, er hat es unter den schwierigsten Umständen, man darf nicht vergessen, die ganzen Korruptionsermittlungen und Sonstiges, geschafft, diese Partei doch irgendwie zusammenzuhalten und eine klare Linie zu fahren. Also auch seine Positionierung gegen die FPÖ war natürlich in einer Partei wie der ÖVP alles andere als einfach, weil es da viele gibt, die gesagt haben, nein, das sollten wir nicht tun, er hat sie überzeugen können. Sie haben ja alle, im Unterschied zur SPÖ, gab es ja da keine Zwischenrufe, es gab keine Querschüsse, also das hat er geschafft. Der Hauptgrund, warum jetzt sehr, sehr viele natürlich hinter ihm stehen, ist, sie sehen eine realistische Chance, und da war die ÖVP immer schon sehr pragmatisch, dass sie das Kanzleramt behalten können, auch als Nummer zwei. Das heißt, das wollen sie ihm ermöglichen. Der andere Teil der ÖVP, und da traue ich mich im Moment jetzt nicht wirklich abschätzen, wie groß der ist, und da sage ich, der rein türkise, also der Fanclub von Sebastian Kurz, ja, um es so zu nennen, der will schon die ganze Zeit Karl Nehammer loswerden, und der hätte natürlich ein Interesse, also da sagen mir zwar Kenner von Sebastian Kurz, dass er sagt, natürlich wäre es ein Fehler, als Junior reinzugehen mit der FPÖ, aber man müsse das anders machen. Aber da gibt es schon welche, die sagen, nein, dann schicken wir halt die Caro Edtstadler als Vizekanzlerin rein und schauen wir mal, wie es dann wird. Mhm. Gerald, du musst ja eigentlich darauf hoffen, oder die FPÖ muss ja darauf hoffen, dass Karl Nehammer nicht mehr Parteichef bleibt bei der ÖVP, sondern jemand à la Caro Edtstadler kommt, damit es eben zu einer möglichen Koalition kommt mit der ÖVP, oder? Schau, ich glaube, dass heute bei einem die Telefone sehr laut läuten. Das ist Wolfgang Schüssel. Ich glaube, dass heute sehr viele bei Wolfgang Schüssel anrufen und sagen, du warst damals Dritter, warst dann am Ende Kanzler. Wie hast du das damals gemacht? Und offenbar ist Wolfgang Schüssel auch trotz seines Alters der einzige Intellektuelle in dem ganzen Softladen, der noch irgendeine Strategie entwickeln kann. Weil Strategie hat ja die ÖVP nicht. Da geht die letzten... Aber darf ich ganz kurz... Nein, da ganz kurz, da geht es seit zwei, drei Wochen... FPÖ zu, dass sie das Gleiche machen wie 99? Nein, traue ich nicht zu, aber sie werden reden müssen. Wie sie sich strategisch aufstellen, weil so wie sie sich heute aufgestellt haben, war komplett falsch. So nach dem Motto, wir ziehen uns zurück, beschneiden die FPÖ und damit den Wählerwillen von Anbeginn an und machen uns in Wahrheit die Hände schmutzig, indem wir die Demokratie mit Füßen treten. Das kommt jetzt bei den ÖVP-Funktionären, bei zwei Drittel des Mittelbaus, ganz schlecht an, was da heute der Herr Stocker und der Herr Nehammer aufgeführt hat. Das war überhaupt nicht gescheit, auch in der eigenen Partei. Und mich würde daher nicht wundern auf deine Frage, ob nicht irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, was, Charlie, gehst wieder zum Bundesheer oder gehst beim Herrn Fützmeier weiter studieren Rhetorik. Und dann kommt die Frau Edtstadler daher oder man holt den Herrn Magnus Brunner zurück und so schickt die Frau Edtstadler nach Brüssel. Das ist doch auch eine Möglichkeit. Wer wären denn potenzielle Alternativen? Caro Edtstadler, also ich glaube, eine, Wolfgang Hartmannsdorfer wird immer wieder genannt. Genau, ich glaube auch, dass Magnus Brunner noch nicht weg ist. Den kannst du eintauschen. Machen, nein. Ja. Nein, der würde nicht den Vizekanzler unter Herbert Kickl machen. Du musst ja auch Leute finden, die dazu bereit sind. Und deswegen, da gehe ich wirklich nicht
nicht d'accord, dass zwei Drittel der ÖVP-Funktionäre das jetzt so schrecklich sehen. Ich sage es noch einmal, solange die ÖVP-Basis, also Funktionärsschicht, der Meinung ist, wir haben eine realistische Chance, als Nummer zwei den Kanzler zu stellen. Und da ist Einspruch. Natürlich der Wolfgang Schüssel das Vorbild. Und das kannst nur du beantworten, ob du der Meinung bist, ob die FPÖ umfällt und quasi nach der Wahl was anderes macht als vor der Wahl gesagt und sagt, okay, wir geben den Juniorpartner. An dieser Linie, Brandmauer gegen FPÖ und niemals mit der FPÖ, sind in dieser österreichischen Volkspartei vielleicht noch drei oder vier Leute beteiligt, in höchsten Funktionärsebenen. Die 3000 Bürgermeister, die vielbeschworenen, ich sag's dir wirklich, sagen heute schon in der Lichtenfelsgasse, ich lasse mich von meinen Wählern nicht abwatschen, weil ihr mit den Freiheiten. Ja, ich glaube, es ist ziemlich viel. Also, das glaube ich. Die Bürgermeister wissen genau, was gerade geschlagen hat. Ja? Die Landtagsabgeordneten auch. Ich bin bei dir, es gibt genügend, die wollen eine Koalition mit der FPÖ, aber was definitiv alle. Ja, aber dann wollen, muss jetzt erst einmal die ÖVP ihre Frage klären, was sie will. Lass mal den Sebastian was reden, aber sagen, der hat schon den Zug so. Ich glaube, der Punkt ist folgender. Die ÖVP hat die stärkeren Karten momentan, weil sie kann sich aussuchen, ob sie die Kanzlerpartei in Zukunft sein wird. Und es ist für viele in der ÖVP wichtiger, diese Kanzlerschaft weiter zu sichern, weil es natürlich auch den Zugriff auf viel, viel substanziellere Ressorts bedeutet, als sich in einer Koalition mit der FPÖ in Schlüsselbereichen zu unterwerfen und die Wahrscheinlichkeit dann auszuringen in Richtung FPÖ immer größer wird. Deswegen glaube ich, solange die Option da ist, mit der SPÖ und einem dritten Partner, sie haben ja sogar zwei und die beiden werden sich unterbieten, EOS und Grüne, in einer Dreierkoalition, den Kanzler zu stellen, so lange wird Nehammer nicht fallen. Aber natürlich haben wir sogar heute schon, ich habe das ganz genau beobachtet, welche ÖVP-nahen Propagandaplattformen jetzt welche Kommentare raushauen. Und da sehen wir Kommentatoren aus Deutschland, die irgendwie schreiben, es gibt nur zwei Konservative in Österreich. Herbert Kickl und Sebastian Kurz. Lustig, auf einmal wird Sebastian Kurz wieder ins Spiel gebracht. Und also natürlich irrelevant. Aber es wird von ÖVP-Kreisen, aus einem gewissen ÖVP-Kreis finanziert, deswegen ist es so bekannt. Also die ÖVP, ein Teil der ÖVP hat schon das Feuer eröffnet auf Karl Nehammer, um den Druck zu erhöhen. Der Punkt ist der, Andi Babler ist gar nicht so schlecht in der Position, wie viele glauben. Er ist in der eigenen Partei abgesichert. Lassen Sie mich ausreden. Sie haben Nibelungentreue, die geht an Selbstverleugnung. Ja, Sie kennen sie nicht aus, also halten Sie Mund und hören Sie zu. Sie reden über Leichen, so despektierlich, das tut man nicht. Ja. Herr Koster, das ist doch lächerlich. Nein. Na, jetzt reicht es aber langsam. Nein, mir reicht's. Die hat ein Mandat dazu gewonnen. Ja, ja, wo? Mir reicht es jetzt langsam. Weil die Bierpartei weil die KPÖ ihre kommunistischen Freunde reinkommen. 21% der österreichischen Bevölkerung hören Sie nicht auf, von Leichen zu reden. Nein, das ist genau der Grund, warum jeder die FPÖ hasst. Ja, und deswegen genau ist ja nicht gewählt worden heute. Genau, ja. Die hat, die 20%. 72% sagen, mit diesen Faschos wollen wir nichts zu tun haben. 80% wollen mit dem Herrn Babler nichts zu tun haben. Um den geht es ja auch nicht. Ach so, Sie reden ja gerade von dem. Nein, der andere Babler stellt ja auch schon lange nicht mehr den Kanzler an. Also lassen Sie mich ausreden. Nicht mehr. Wenn Sie schon lange nicht mehr, seit drei Stunden nicht mehr. Lassen Sie mich ausreden. Was ist denn bloß los mit Ihnen? Wenn Sie so souverän sind und so hochmütig, wirst du schaffen, es nicht mehr ausreden zu lassen. Immer frei, wie Sie sind. Die Frau Dahne tut uns untergriffig beleidigen, mich unterbrechen und dann wundern sich, warum sie alle hassen und dann wundern sich, dass alle sagen, mit dem sind sie nicht so. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Dankeschön. Also, der Andi Babler hat sich in seiner eigenen Partei abgesichert, dass er eben nicht von irgendwelchen Hinterzimmern abgesagelt werden kann. Und er ist jemand, der jetzt den starken Rücken hat, weil er eines vollkommen genau weiß. Er als Oppositionsführer gegen Schwarz-Blau kann nur gewinnen. Also Karl Nehammer hat im Wahlkampf nicht kategorisch ausgeschlossen, dass es keine Form von Substanzbesteuerung geben wird. Er hat aber mit Sicherheit ausgeschlossen, dass Herbert Kickl an die Macht kommt. Also werden wir wahrscheinlich sehen, dass ÖVP, SPÖ und NEOS irgendeine Form von Deal zimmern werden. Also du glaubst an eine Dreierkoalition? Ich glaube nicht, dass es gesichert ist, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, als dass die ÖVP jetzt in sich geht, sich selbst aufopfert und dann Wir machen noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir zurück und dann haben wir das große Finale mit den beiden Herren. Gleich geht's weiter. Wahl 24. Die Analyse mit Gerald Gomes und Sebastian Bornmehner.
Ja, wir kommen zurück. Das große Finale hier bei unserer Analyse zur Wahl mit Isabel Daniel, mit Gerald Groß und mit Sebastian Born-Mehner. Isabel, starten wir ein bisschen damit, was jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht sogar Monaten auf uns zukommt. Wie geht es denn jetzt weiter? Weil es droht jetzt ja wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Periode von Sondierungsgesprächen, Koalitionsverhandlungen. Wer weiß, ob es dann überhaupt jemals eine Koalition gibt. Wenn es blöd ist, wählen wir vielleicht bald wieder, oder? Wer weiß. Also ich glaube auch, dass wir auf eher chaotische Zeiten zusteuern. Ich glaube, dass wir ein bisschen in das Fahrwasser geraten, in das schon andere europäische Länder geraten sind. Das Erste, was jetzt einmal passieren wird, ist, dass die FPÖ ihren traditionellen Blauen Montag machen wird. Das heißt, da tauchen sie morgen ab, nachdem sie heute sich ja extrem lange feiern, nachdem alle Journalisten entfernt wurden von der Wahlfeier, kann man sich vorstellen, dass sie vielleicht morgen nicht so ganz fit sein werden, also ziehen sie sich zurück. Die anderen Parteien werden morgen natürlich alle tagen und der Bundespräsident wird jetzt wahrscheinlich Sondierungsgespräche anregen. Auch Alexander Van der Bellen wird im Hintergrund mit mehreren, also wird eigentlich mit allen Spitzenkandidaten dieser Wahl reden, inklusive mit Herbert Kickl natürlich, da wird es ein Gespräch in der Hofburg geben. Dann werden alle Parteien, dann wird einmal jeder mit jedem reden, dann wird jeder sagen, naja, reden tun wir schon mit Herbert Kickl, aber wir wollen nicht mit ihm koalieren. Also das wird sowohl der Karl Nehammer sagen, als auch der Andreas Babler. Ich sage dazu, falls Andreas Babler bleibt. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, wie lange das gut geht oder nicht gut geht. Wir werden es sehen. Das Gleiche gilt für Werner Kogler. Auch da werden wir sehen, wie es weitergeht. Und natürlich Beate Meindl-Reisinger. Dass die sich in einer ersten Runde zusammenfinden, kann ich mir nicht vorstellen. In der Zwischenzeit wird es natürlich im Hintergrund über verschiedene Kanäle ein bisschen das geben, was seiner Zeit 99/2000 ÖVP und FPÖ gespielt hatten, während die SPÖ noch geglaubt hatte, dass sie Koalitionsgespräche führt. Da werden natürlich Kreise der SPÖ mit der ÖVP sondieren, wie weit können wir da kommen. Und da wird es jetzt davon abhängen, wer ist das Sondierungsteam der SPÖ. Da sagt der Andreas Babler, er habe schon eins erstellt. Wir wissen, dass die Wiener SPÖ heute noch darüber berät, auch morgen einen Vorstand hat. Ich nehme an, die Wiener SPÖ wird danach trachten, dass da Vollprofis in dieses Sondierungsteam kommen. Das Gleiche wird die Gewerkschaft machen. Und das bringt mich zu dem, worum es auch geht. Gewerkschaft und Wirtschaftskammer, also diese Sozialpartnerachse, hat jetzt natürlich ein Interesse, weil wir steuern ihn schon wirtschaftlich durchaus gefährliche Zeiten hinein, dass die da eine tragfähige Regierung zusammenkriegen. Aber an sich, von dem, was sich derzeit tut, kannst du eher davon ausgehen, dass es sehr, sehr schwierig wird und dass das jetzt Wochen, wenn nicht gar Monate dauert, bis sie eine tragfähige Regierung haben? Droht uns da jetzt ein monatelanger Stillstand ohne Regierung? Also ich kenne mich jetzt nicht aus. Die Österreichische Volkspartei hat gesagt, wir haben so vielfältige Krisen. Es ist absolute Stabilität notwendig. Die Kraft kommt aus der Mitte, das Land muss geführt werden. Und dann wird diese gleiche Österreichische Volkspartei nicht erklären können, dass sie keine Regierung bis Jänner oder Februar zustande bringt. Dann wird es ein wenig schwierig werden, würde ich sagen. Dann wird man sie wieder, die ÖVP, bei der Lüge und bei der Heuchelei erwischen. Was die Sozialdemokratie betrifft, ich bin der Meinung, der Babler soll bleiben. Ich meine, der ist wirklich ein Garant dafür, für den weiteren Untergang der SPÖ. Dann verlieren sie halt in der Steiermark gehen sie 15%. Aber na, feel free, wirklich. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Wenn der Herr Babler bleiben will mit den Miesigs und den Born-Mehners, soll er es tun und soll die SPÖ in den Abgrund reißen und dann gleich die Wiener SPÖ mit. Wie gesagt, habe überhaupt kein Problem damit. Ich appelliere nur an die wenigen Kräfte, die es in dem Land gibt. Es gibt eine staatspolitische Verantwortung. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit seit 20 Jahren. Wir haben die Gesundheitskrise, in Wahrheit, wo Leute 80 Wochen auf eine Operation warten. Wir haben noch immer hohe Inflation bei 2,4%. Es wird nicht weniger und die Leute erwarten sich in Wahrheit eine bessere Zukunft. Ich bin der Meinung, dass die Freiheitliche Partei das heute sehr geschickt gemacht hat, demütig, keine Siegesposen und Triumphposen, wie man
und nichts, sondern ganz demütig, ganz ruhig, dass sie die Journalisten bitten, nach den offiziellen Reden zu gehen. Verstehe ja, wenn man irgendwann einmal unter sich bleiben will und vielleicht ausschnaufen will und das eine oder andere Bier trinken will und dann nicht jedem Journalisten im lupenreinsten Hofburgdeutsch dann erklären will, was man für große Pläne hat. Das gehört jetzt auch dazu, dass die Blauen morgen einen blauen Montag haben von mir aus. Und dann sollte man langsam in die Gänge kommen. Das, was Österreich droht, gibt eine Möglichkeit, das ist die sogenannte Ampelkoalition. Wir sehen, wo die Ampel Deutschland hingeführt hat. Sie ist auch nicht besonders stabil, schon gar nicht mit drei Parteien, die miteinander gar nicht können. So, und dann gibt es eine andere Variante. Es gibt die Variante Große Koalition nicht mehr zwischen SPÖ und ÖVP mit einem Mandatsüberhang. Mit Verlaub gesagt, das tut sich keiner an. Da ist einer krank bei der Plenarsitzung, kriegst keine Gesetzesinitiative mehr durch. Ich war auch mal eine Zeit lang im Parlament. So, und dann gibt es Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz in dem Fall. Und ich bin der Meinung, es braucht in der Zeit, und du sagst es ja selber, vielfältige Krisen, braucht es eine stabile Regierung. Herzlichen Dank für diese Empfehlung für Blau-Schwarz. Ja, aber Moment, es muss einfach. Aber war das doch nicht von dir gemeint, so, oder was? Achso, dann habe ich das falsch verstanden. Der Kickl hat ja alle Möglichkeiten dieser Welt, dass er innerhalb von 2 Wochen eine Strategie. Ja, da muss jetzt einmal die ÖVP aus ihrem Schmollwinkel raus. Viel Spaß. Dann muss vielleicht in der SPÖ die Frau Bures übernehmen. Ja. Und dann schauen wir weiter. Genau, so. Alle müssen, alles Geisterfahrer, nur Herbert Kickl weiß genau. Nein, sie haben alle verloren. Ja, was soll denn tun? Der Wähler hat sie abgestraft. Die Meindl-Reisinger hat nicht verloren. Ich muss Ihnen leider sagen, ich weiß, es tut weh, aber sie haben halt trotzdem nur 28% bekommen. Ja. Und das ist. Na, machen Sie weiter, dann hat die FPÖ 40 das nächste. Ja, genau, davor habe ich sehr viel Angst. Ja. Ich habe es Ihnen vor einem halben Jahr das Wahlergebnis heute erklärt und ich habe gesagt, das ist alles ein Blödsinn. Was ist denn bloß los mit Ihnen? Schauen Sie, das ist genau der Grund. Sie jede Woche exerzieren sich und sie wundern sich. Keiner will mit uns Koalition machen. Warum? Das Volk will uns doch. Und dann sitzen Sie hier, beleidigen alle Leute, lassen Sie nicht mal aussprechen. Also jetzt lassen Sie mich mal ausreden, okay? Also ich erkläre es Ihnen, Herr Gross. Ich erkläre es Ihnen. Ich erkläre es Ihnen, Herr Gross. 72% der österreichischen Bevölkerung haben gesagt, wir wollen nicht, dass der Herbert Kickl der nächste Bundeskanzler wird. Und deswegen wird sich jetzt in den nächsten Tagen die ÖVP und die SPÖ zusammensetzen. Und da gibt es doch sehr gute Bande, weil da gibt es eine Verantwortung, weil es halt die Parteien sind, die auch Österreich aufgebaut haben und maßgeblich geprägt haben. Und die werden sagen, können wir nicht doch die Sachen, die uns trennen, überwinden, um eben aus einer staatspolitischen Verantwortung heraus gemeinsam einen Pakt zu machen. Und sie haben ein Mandat Überhang, das bedeutet, sie müssten nicht zwangsläufig jemanden reinholen. Man könnte auch sich stützen lassen, zusätzlich, indem man zum Beispiel, das gibt es nämlich auch in anderen europäischen Ländern, dass man mit jemandem gemeinsam ein Programm ausarbeitet, ohne in die Regierung reinzuholen. Das geht nämlich auch. Also wenn die Neos tatsächlich mitgestalten wollen, dann könnten sie sich zum Beispiel für so eine Option eröffnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Herbert Kickl hat heute ohne Frage einen großen Triumph erreicht, aber er hat nicht 50% erreicht. Und das muss man akzeptieren. Und ich glaube, in der FPÖ sind jetzt auch die konstruktiven Kräfte gefordert, zu sagen, geht es uns wirklich darum, den Herbert Kickl um Biegen und Brechen auf diesen einen Posten zu heben, damit er sich die nächste Fantasieuniform basteln kann? Oder geht es darum, dass die FPÖ in die Regierung kommt? Und dementsprechend werden sie sich entweder öffnen dafür und sagen, wir bereinigen uns von den radikalen, extremistischen Kräften bei uns, die anderen Parteien dazu bringen, zu sagen, wir uns nicht mehr weitermachen wollen, oder machen wir es nicht? Daran wird sich einfach die Frage stellen. Und meiner Meinung nach gibt es viele gute Gründe für ÖVP, SPÖ und NEOS, an einer gemeinsamen Koalition oder irgendeinem Übereinkommen zu arbeiten, weil ich glaube, die Herausforderungen sind groß. Aber wenn man jemanden mit einem Gegenüber hat, und Herbert Kickl hat das relativ klar gemacht, noch am Wahltag hat er gesagt, ich verspreche euch, nicht hat er versprochen, mehr Einkommen, nicht hat er versprochen, weniger Arbeitszeit, nicht hat er versprochen, mehr Betreuungsplätze für Kinder. Er hat gesagt, die ORF-Gebühren schaffe ich ab. Er hat gesagt, Sky-Shield mache ich nicht. Gut so. Vorhin was sagen, Herr Gross, das interessiert aber niemanden. Herr Doktor, nein, lassen Sie mich ausreden. Das interessiert niemanden. Er hat doch 28% gemacht, das stimmt, und er ist Nummer 1 geworden. Das stimmt, aber er hat 72% nett bekommen. Also ich möchte eines dazu sagen, den Leuten brennen, das sehen wir auch bei der Nachwahlanalyse, den Leuten brennt einfach das eigene Geldbörsel unter den Händen und da ist die Haushaltsabgabe, da ist Sky-Shield und all diese Spiele. Aber nein, muss man schon sagen, Herr Dr. Bollmann, darf ich einen Satz Ihnen sagen? Es ist nicht die Aufgabe, Herr Dr. Bollmann, es ist nicht die Aufgabe und Pflicht des Wahlsiegers zurückzutreten, sondern es ist die Aufgabe und Pflicht der Wahlverlierer. Na, wie war das 1999? So ist es. Der DSB 34, nicht 28, 34%. Richtig ist das der österreichischen Volkspartei aus, dass der Wolfgang Schüssel nicht zurückgetreten ist. Der Jörg Haider hat damals 10% gewonnen. Ich weiß nicht, was Sie für ein Problem haben. Und er hat selber, und Jörg Haider hat das gemacht,
gemacht, was Herbert Kickl jetzt auch machen könnte, nämlich sich selber nicht so. Nein, wenn man einen Fehler kein zweites Mal macht, so ganz einfach. Ganz zum Schluss noch. Außerdem gibt es die internationale Ächtung. Herr Viktor Orban gratuliert. Welche Chance hat Gerd Wilders gratuliert? Koalition, weil, wie gesagt, die Zweierkoalition mit der SPÖ hätte nur ein Mandat Überhang und hat der Gerald Gross nicht ganz unrecht. Da ist es natürlich, wenn es blöd läuft und irgendwie eine Grippewelle ausbricht, dann fehlen da gleich einmal 4, 5 Mandatare und du bringst die Gesetze nicht mehr durch. Also prinzipiell gäbe es eine gute Mehrheit von Schwarz-Rot, würde ich mich jetzt schon festlegen und sagen, okay, da läuft jetzt alles in Richtung Schwarz-Rot. Aber natürlich ist eine Dreierkoalition, auch wenn es nicht mit der Ampel in Deutschland vergleichbar ist, weil da geht es jetzt nicht darum, dass die Sozialdemokratie den Kanzler stellt, gemeinsam mit den Grünen und einer neoliberalen Partei wie der FDP, sondern es wird darum gehen, dass eben die ÖVP den Kanzler stellt, gemeinsam mit der SPÖ und den Neos. Einer neoliberalen Partei? Das wird natürlich sehr, sehr schwierig werden. Und deswegen glaube ich ja, es wird lange brauchen. Es wird extrem davon abhängen, wer in den Verhandlungsgruppen sitzt, auf allen Seiten, und ob sie sich auf ein paar Leuchtturmprojekte einigen können. Und natürlich auch der ÖVP, das muss klar gesagt werden, die ÖVP kann dann natürlich auch nicht sagen, okay, die SPÖ muss jetzt alles schlucken, was wir sagen, sondern sie müssen ihnen natürlich auch irgendwelche Leuchtturmsachen geben. Jetzt wissen wir, Millionärsteuern. Das ist dann das Beste aus drei Welten, oder? Nachdem wir jetzt das Beste aus zwei Welten. Na, super. Na, besser als das Beste, aus drei Welten. Zwei Welten haben uns fast umgebracht. Was bringen die aus drei Welten? Nein, passt schon. Feel free. Super. Drei Welten. Das Beste aus drei Welten. Wir machen eine kurze Werbepause. Vielen Dank an die beiden Herren, dass sie so spät noch zu Gast waren bei uns. Bei uns geht es aber gleich weiter. Wir schauen uns noch einmal die aktuellen Ergebnisse an. Und wir haben noch einmal zwei Gäste für Sie. Robert Miesig und Ursula Stenzel sind gleich zu Gast. Und dann diskutieren wir gleich weiter. Also ganz kurze Werbepause. Dann geht es hier gleich weiter.